Hallo, bevor wir losgehen, habe ich mir gedacht, so mache ich eine kleine Ankündigung und zwar auf einen Kommentar hin, wo findet man den besten Iskender in Alanya? Ich habe keine Ahnung, ich sag's euch. Deswegen werden wir jetzt mal den ersten Laden in Angriff nehmen. Der heißt Bursa Kebab Eve Alanya. Die Bewertungen teilweise sind grottenschlecht, was die Bedienung angeht. Aber wir schauen mal selber, wie die Bedienung dort ist. Wir sind schon ziemlich spät dran, schon 18:15 Uhr, eigentlich nicht unsere Zeit. Da haben wir schon zu Ende gegessen für Abendessen. Ihr werdet übrigens mein T-Shirt, mein Quatsch, mein Hemd, habe ich heute angezogen. Deswegen werde ich mehrere Videos mit diesem Hemd aufnehmen, weil es ist mein Lieblingshemd. Ja, und wir sehen uns dann gleich im Restaurant. Bis dann, tschüss! So, wir sind jetzt angekommen. Und zwar eine Seitenstraße, keine Touristengegend. Ne? Hier ist das Ding. Moment. So. Mal sehen, wie es wird. Ich freue mich jetzt schon. Ach so, wollte meine Karte sehen. Von außen schon. So. Gibt es auch Menüs? Oh. Istanbul Kebab gibt es hier auch noch. Mal sehen, wie die Preise sein werden. So, wir sind so penetrant jetzt hoch und runter gelaufen, um hier so einen Couchplatz zu erwischen, weil ja, das sieht hier zum Beispiel ziemlich, was soll ich sagen, ja, unangenehm aus oder ungemütlich. Ja, auf jeden Fall ist der Knüllstand von sich aus weggegangen, der liebe Mensch. Der hat gesehen, wir gehen nirgendwo anders hin, außer auf eine Couch. Und er hat es bemerkt und ist dann von sich aus aufgestanden. Das fand ich jetzt erstmal super nett. Habe mich herzlich bedankt bei dem. So, jetzt bin ich mal neugierig, wie es ist. Also. Jetzt haben wir eine Bestellung aufgegeben. Ich zeige euch das mal kurz. Also unter Iskender geht hier Bursa Kebab. Ne? Ich habe mir da, hier kostet, ich habe den Preis wieder vergessen. 8 Euro, 7 Euro, 6 Euro. War das so? So, jetzt habe ich es. Normale Portion 6 Euro, eineinhalb 7 Euro und zweifache 8 Euro. Da habe ich mir gleich die größere gewählt, weil zwischen das und das sind 2 Euro Unterschied. Dann nehme ich jetzt das Doppelte natürlich. Ne? Ja, was hat meine Frau sich ausgesucht? Sie hat sich hier so ein Auberginenburger ausgesucht. Kostet irgendwie 5,30 Euro, meine ich. Und unsere Kleiner und wir zusammen haben uns was für so ein Kühlenfett bestellt für 2,10 Euro. Und dann noch so ein Künefe will ich aber auch essen, ein ne? Katma haben wir noch bestellt für 2,50. Jo, mal sehen, wie das Essen ankommt. Die Preise sind ja quasi human. Das wird richtig billiges Essen. Also weit weg von Steakessen. Überraschend billig eigentlich. Wir haben gar nicht damit gerechnet, ne? Ja, also weit weg von den Preisen von Vielleicht Steak. futter ich noch mal. Einfach so, weil ich kann. Weit weg von Sushi und weit weg von, hat noch ein drittes gehabt. Steak. Ja. Ja, das wird ein billiges Essen dieses Mal. Mal gucken, wie es schmecken wird und wie es ankommt. Und also ich muss sagen, die Bedienung bisher ist nicht so wie eine Bewertung gesagt. Wie man sich gibt oder was, man weiß es nicht. Auf jeden Fall ist die Bedienung okay. Von meiner Seite aus. Auf jeden Fall ist einer weggerutscht für uns. Es gibt noch was Interessantes hier. Und zwar gibt es einen Dönersalat. Falls ihr das noch nie gegessen habt, für 3 Euro gibt es hier einen Dönersalat. Ich habe es mir jetzt nicht gegönnt. Oder vielleicht tue ich es noch. Warte mal. Ich glaube, ich bestelle einen Dönersalat. Einfach nur, damit wir es mal gesehen haben. Ich habe mir glatt noch einen Dönersalat bestellt, um einfach mal meine Neugier zu befriedigen. Und hier ist der Katma da mit dem Eis dazu. Also es ist nicht wenig. Also ist schon eine volle Mahlzeit für ein Kind, würde ich sagen. Dann lass den mal schmecken. So, da haben wir diesen Auberginenburger.
Dönerburger bekommen. Den Preis habe ich ja eben genannt. Und jetzt schaut euch mal meine doppelte Portion an. Ich fange mal von hier an. Ja, mal sehen, wie er schmeckt, ne? So, Leute, ich habe jetzt die Hälfte weg. Es ist tatsächlich nur eine Scheibe da drauf, um das Brot zu bedecken. Mehr ist da nicht drauf. In Relation zum Preis, naja. Und hier ist mittlerweile der Dönersalat gekommen. Ja, wer es mag, ne? Ich glaube, das ist ganz einfach, das Gericht. Aber gut. Und ist trotzdem lecker, Salat. Sieht lecker aus. Okay, bis dann. So, nachdem das Sorbet vergessen wurde, haben wir eine neue Bestellung bekommen. Und jetzt schmeckt das nach irgendwas. Meine Frau konnte nicht mehr zurückhalten, sie musste unbedingt zulangen. Nee, ich musste kosten, ob es besser ist als das erste. Genau, auf jeden Fall schmeckt es jetzt, wonach es schmecken soll. Okay, dann guten Appetit, mein Schatz. So, mein Lieben, das ist eigentlich ein Witz gewesen mit dem Dönersalat. Auf so einen Salat ein paar Scheiben Döner drauf zu tun. Ach, das war viel, ich fand das viel. Na und aber richtig viel Fleisch drauf. Ajay hat sich was genommen, ich hab mir was genommen. Aber in Zusammensetzung schmeckt das nicht. Nö, das passt nicht zusammen, aber das Fleisch war es doch schon wert, oder? Die 2 Euro. Aber darüber wollte ich ja gerade reden. Na, dann rede mal drüber, mein Freund. So, egal, anderes Thema. Ich will jetzt hier nicht öffentlich diskutieren. Und hier, der Spaß hat uns 24,50 Euro gekostet. Wie gesagt, den Döner hätte man sich sparen können, also den Dönersalat. Aber, ich fand's lecker. Nur das Fleisch fand's lecker. Also, aber die Zusammensetzung, da fehlte irgendwas. Ja, gut, so, das hätte so ein Bindemittel, so ein Döschen dazu oder irgendwas Schönes, was Salat mit Döner vielleicht Döschen verbindet. Kannst du ja selten in der Türkei erwarten, ne? Okay. So, meine Lieben, das war unser Essen. Diese Woche mal günstiger, ne? Man kann auch mit 25 Euro essen gehen zu 3 Personen, ne? Wir haben uns noch Und wir sind pappesatt, pappesatt. So, das war's erstmal. Von unserem Familientag. Vielleicht gehen wir gleich mal an den Strand. Mal gucken. Bis dann. Tschüss.